Brown & Pound TV, Marc Bergmann hier in der Energieverbund Arena in Dresden und ja, schwer zu erkennen, neben mir steht nun die bezaubernde Mittelgewichts-Championess Christina Hammer, die soeben erfolgreich ihre beiden Titel verteidigen konnte. Man sieht es dir an, allzu viele Blessuren hast du nicht im Gesicht, deine Gegnerin sieht deutlich ramponierter aus. Ja, war eine recht deutliche Geschichte, ne? Ja, also ich habe mein Bestes gegeben und sie war ein bisschen unangenehm für mich zu boxen, aber ich denke, ich bin noch sehr jung und ich habe aus der Erfahrung gelernt, mit solchen ja, doch fordernden und aggressiveren Boxerinnen umzugehen. Ja, sie war immer im Vorwärtsgang. Ich denke mal, das war von vornherein aber auch schon so zu erwarten. Ja, wie hast du bist du denn damit umgegangen? Ja, ich habe sie versucht auch im Konter auszuboxen, mit der rechten rauszugehen und sie ein bisschen auch reinlaufen zu lassen. Ein paar Mal hat es gut funktioniert, aber ja, dann hat sie auch geklammert viel und das hat mich ein bisschen gestört auch. Ja. Jetzt wurde das gerade auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, du bist die Königin des Mittelgewichts. Ja, gibt es denn im Mittelgewicht überhaupt noch irgendwelche Gegner, die du jetzt, sagen wir mal, im Hinterkopf hättest, die du noch gefährlich werden könnten, die du vielleicht gerne boxen würdest? Also es gibt da einige, die ich noch gerne boxen würde, weil ich habe, sagen wir mal, jetzt erst noch zwei Titel im Mittelgewicht und da sind noch drei sehr große Titel offen und die möchte ich auf jeden Fall auch noch die nächsten paar Jahre auch noch haben. Jetzt hast du aber nicht nur den Titel hier und überhaupt Titel im Mittelgewicht, sondern auch im Supermittelgewicht bist du sehr erfolgreich. Wann stehen denn da die nächsten Verteidigungen an? Wie geht's denn da weiter? Ja, das kann ich dir leider nicht so genau sagen, aber ich genieße erstmal meinen Sieg und das sieht man in Zukunft, was sich auch im Supermittel ergibt. Also ich bin bereit, in beiden Gewichtsklassen zu springen und da mein Bestes zu geben. Alles klar, Christina, ich danke dir, feier deinen Titel schön und ja, wir sehen uns bald wieder. Dankeschön.